Willkommen zur Live-Sendung. Das ist eine Live-Sendung, die unterbrochen wird. Und wenn Kunden reinkommen, machen wir einen Schnitt, weil gewisse Kunden natürlich nicht auf diese Kamera bzw. auf die Timeline kommen. Die Sendung heißt immer noch Künstler helfen Künstler. Und es wird nicht nur in Bali, sondern Helge Schneider war gerade hier. Helge Schneider, ich mache schnell, weil gleich geht es wieder rund hier. Helge Schneider musste da seine Sachen machen. Wir haben das schon alles öfters gemacht. So, aber seine beiden Jungs, die halt auf der Bühne auch mitarbeiten, einmal am Kontrabass und einmal am Flügel, das ist Don und Ray. Don und Ray, ich hoffe, wir hatten mal Dreharbeiten, dass ich es jetzt hier eben zeigen kann, ansonsten muss ich was anderes zeigen. Don und Ray haben durch einen Umzug bedingt mal eben 10 dagelassen. Ja, Helge Schneider hat nichts dagelassen, er ist auf dem Weg zu Mallorca, kann sein, dass ich ihn bei Facebook, Künstler helfen Künstler, mal eben kurz unterbringe. Er hat zwischendurch mal so Live-Sendungen gemacht. Im Moment ist ruhig, so eine Art Sommerloch. Ich freute mich jetzt, deswegen habe ich auch ganz schnell gemacht, dass sie mal eben kurz wieder da waren. Nur, wie gesagt, die beiden sind gerade umgezogen. Hier, wie gesagt, verändert sich alles. Deutschland verändert sich, die Umgebung verändert sich. Auch hier unser geliebtes Frohnhausen an der A40 verändert sich. Aber ich mache jetzt Werbung. 14,95, wer noch braucht oder haben möchte und wer vor allen Dingen Don und Ray kennen. Ich bitte euch immer, wenn ich irgendwas vorstelle, ob das die zwei aus München, Bali sind, immer auf denen ihre Seiten zu gehen oder sich zu informieren bei Facebook Künstler helfen Künstler oder natürlich bei Google einfach eingeben Don und Ray, ja, und dann schauen. Wir haben da wunderbare Videos, Sound. Die machen wirklich gute Musik. Wir hatten auch hier in Holsterhausen, Altendorf. In Altendorf war eine Session, der Oberbürgermeister hatte da eingeladen, hatte ich aber auch darüber berichtet. War auch eine lustige Geschichte. Da wurde bis 22 Uhr geöffnet. Jeder hat irgendwo was angeboten. Hier haben die Künstler gemalt, weil das zu uns passt. Von der Wiege bis zur Bahre braucht jeder Formulare und jeder Künstler braucht seine Noten, seine Sachen vervielfältigt und so weiter und so fort. Das ist nun mal unser Job. Wir sind nun mal die helfende Hand der Künstler, die hier real reinkommen. Dass jetzt das auch wieder videotechnisch, online-technisch gemacht wird. Ihr merkt, meine einer ist auch wieder vollkommen. Und Werbung muss auch sein für Kettler Home Trainer, denn das muss sein. Werbung muss, alles muss sein. Alles muss sein. Wir müssen mit allem auf irgendeine Art aufmerksam machen. Wir müssen mit irgendeiner Art auch Geld verdienen und so weiter. Also wie gesagt, 14,95, können wir darüber reden, wer eine haben möchte. Die Werbung wird gleich erstellt, die kommt ins Schaufenster mit der Überschrift Künstler helfen Künstler. Wie gesagt, Don ist weggezogen, ist jetzt ziemlich weit weg. Ich finde es ja toll, dass er zwischendurch hier vorbeikommt. Und ich hoffe, dass ich mir hilflich sein kann. Und ja, Künstler helfen. Ja, wir helfen Künstler. Ja. Nicht nur die Künstlersozialkasse, nein, auch euer Medienkanzler hilft Künstler. Auch Tom Schick, Willi Tom Schick, der in Herne seine Sache macht, der jetzt erstklassig wieder frisch verliebt im hohen Alter. Ist also im Moment nicht so ansprechbar, der Willi Tom Schick, der aus dem Putzler und diverse andere Orts führt. War eine tolle Geschichte. Mal schauen, ob ich das alles mal hier bei Künstler helfen Künstler einstelle. Wie gesagt, Künstler helfen Künstler ist eine wunderbare Geschichte, weil Künstler haben eine andere Vorstellung von Unterstützung und sie brauchen mehr Unterstützung wie wir. Wir haben feste Gebäude, wir sind Regie, wir sind Dramaturgie, wir sind die, die hinter der Kamera sind, wir sind die, die hinter dem Licht stehen, also wir sind die, die Kulissen bauen. Und der Künstler selbst, er muss vorne agieren, der Künstler kommt auf die Bühne, der Künstler muss ins Rampenlicht, der Ton muss stimmen und so weiter. Da sind wir zugänglich und uns kennt keiner. Okay, den Medienkanzler kennt ihr ja von lang, lang her. Und euer Medienkanzler, der macht das ja auch und es bleibt ja auch alles. Aber wie gesagt, nicht mehr so gerne online. 10.1995 hat viel, viel mehr Spaß gemacht. 10.1995 hat alles angefangen. Wir leben aber jetzt im Jahre 2018. Im Jahr 2018 macht so gut wie gar nichts mehr Spaß da. So, also noch einmal. Don und Ray, meine lieben Freunde, Don und Ray, Don hat 10 Stück hier gelassen. Guckt euch die Videos an bei YouTube. Wunderbare Musik, macht Spaß, so relaxed, glaubt es mir. Es macht wirklich Spaß. Es macht auch Spaß, wenn Helge reinkommt mit seinen. Er ist nicht immer lustig, meine lieben
Freunde, im wahren Leben ist Helge Schneider nicht lustig und Willy Tomczyk ist im wahren Leben auch nicht so lustig, weil kein richtiger Schauspieler, kein richtiger Künstler ist in Wirklichkeit lustig. Auch der Herr Erhard von damals, nicht 1961, der, wenn ich da so stutze und wie ich da so stutze, stutzte ich. Ja, das war auch Heinz Erhard. So, also wie gesagt, Künstler ist nicht so lustig. Heute hat keiner wirklich Interesse, eine ordentliche Sendung zu sehen, die im Web erstellt worden ist. Real geht nicht, real ist zu teuer. Wer da keine Ahnung hat, sollte es lassen. Also wir machen Web-TV, wir haben Spaß daran. Und wenn ihr keinen Spaß habt, dann guckt es bitte nicht. Einfach mal so gesagt. So, ein wunderschöner Tag geht zu Ende. Der 4.7. war ein genialer Tag, die Unabhängigkeit da in Amerika. Dann heute der 5.7. mit Helge Schneider, der seine Sachen da brauchte. Dann seine Leute Don und Ray Rhythm in hier auch, die leider weggezogen sind jetzt und trotzdem reingekommen. Wir haben noch ein paar Sachen gemacht. Wir haben jetzt 10 CDs noch. Ich habe im Schaufenster Künstler helfen Künstler, ziemlich groß. Wie gesagt, Künstler helfen Künstler, ziehen wir ab sofort durch hier vor Ort. Wie gesagt, die 10 CDs haben wir noch. Ihr könnt auf die Seite gehen, Facebook, dort läuft es. Da aufgebaut. Alle Künstler, mit denen wir mal was zu tun hatten, haben wir dort implantiert. Ob es Tomczyk war mit seinen neuen Bildern, er macht auch Musik am Klavier. Oder mit der Gitarre, ja, man kennt ihn noch als Brutzler oder Hartz IV, ja und. Ne? Mal schauen, wenn ich die Sachen noch finde, werde ich sie diese auch auf dieser Seite hier implantieren. Das ist jetzt hier die Seite für Facebook. Natürlich sieht man das jetzt auch bei YouTube. Bei YouTube kommt man jetzt nicht klar, weil man nicht im Rahmen ist. Und dieser Rahmen ist Facebook, Künstler, helfen Künstler. Wie gesagt, der Höllentrip Bali liegt auch vor. Wer sich dafür interessiert, bitte googeln oder auf die Seite gehen. Wir werden einiges veröffentlichen, wo man drin schnüvern kann. Zwei Münchner im Hotel K, Block B und Zelle 7. Und wir werden da sicherlich vieles sehen. Vielleicht machen sie auch Musik, wer weiß. Irgendwas Tolles wird da sicherlich sich entwickeln. Wir werden dabei sein. Wir stellen es jeden Künstler frei, sich da jetzt niederzulassen bei Facebook, sich einzuschreiben, Künstler helfen Künstler wie Don und Ray. Ich freue mich wirklich, wenn ich mit Don und Ray irgendwann wieder was sehe. Es war eine Zeit, auch eine tolle Geschichte, wo wir bis 22 Uhr offen hatten und überall was los war. Die Leute konnten also überall hin und irgendwo wurde was gespielt in einem, ich glaube in ihrem Gardinengeschäft oder so, haben die beiden dann, wie gesagt, da Musik gemacht. Fand ich eine tolle Nummer. Andere haben da Ballett und Flöte gespielt und so. Ist eine tolle Geschichte, ob das dieses Jahr noch mal geschehen wird, weiß ich nicht. Hin und wieder hat unser Oberbürgermeister solche Ideen. Sollte er wieder so eine Idee haben, werde ich das vor laufender Kamera wieder hochhalten und Bescheid sagen. Aber wie gesagt, das ist natürlich nur etwas hierfür, genau, vor Ort. Hier vor Ort, wie gesagt, hängt ja auch die Werbung draußen jetzt am Fenster. Künstler helfen Künstler für Don und Ray zum Beispiel, weil wir da noch 10 CDs über haben. Ja, das war es auch schon. Ihr merkt, die Luft ist jetzt erstmal raus. Wir haben das sogenannte Sommerloch. Wie wir das Sommerloch füttern werden, weiß ich nicht. Jedenfalls ist bei Facebook alles möglich. Ihr könnt live schalten, ihr könnt auch bei YouTube live schalten. Sollte hier nur vorher Bescheid sagen, dass die Leute Lust haben, dort mitzumachen. Man kann auch eine Doppelschaltung machen und so weiter. Also man kann wunderschöne Sendungen machen. Und
Ja, aber jeder Künstler, wie gesagt, ist auch on Tour. Wir betreuen ja die Künstler und deswegen können wir die Künstler nicht sagen, ey, komm, mach mal, die kommen ganz kurz rein, hier, komm. Und dann war es das. Also es geht nicht vor laufender Kamera. Das geht nicht, nur wenn sie Lust haben. Aber die meisten haben keine Lust, weil sie keine Zeit haben, auf Reise sind und wir auch arbeiten müssen. Das ist nun mal Arbeit, ist kein Spaß hier. Wir betreiben hier keine Spaßbude, das ist schon alles ernst hier. Und mal eben machen, ich musste auch gerade wieder Sachen aus 1984, 85, 86, 87 hintereinander reihen, daraus wieder was machen für jemanden. Wie gesagt, zeigen darf ich es nicht, weil es fremdes Eigentum ist und so weiter. Aber die Kamera, wie gesagt, steht. Und wenn die Kamera steht, kann man auch reinsprechen. Und wenn man so einen lustigen Tag hatte wie heute, doch, der Tag war wunderschön. Der war wirklich ein wunderschöner Tag heute. Das Wetter war gruselig. Das Wetter ist immer noch gruselig. Und so langsam hilft hier Chinaöl. Helft ihr selber mit Chinaöl. Ich werde mir jetzt Tabletten besorgen, weil ich diese leichte Sommergrippe immer noch habe, die ich natürlich aus mir heraus haben möchte. Man fühlt sich dann nicht so wohl. Ist halt so auf dem Weg, grüße ich auch Marco, My Feet Rapio und so weiter und auch die Jungs in Bali und die haben jetzt 6 Stunden, die haben jetzt 0 Uhr wieder. Wir machen um 18 Uhr zu, dann sind die schon um 12 Uhr, keine Ahnung, ich kenne den Ablauf nicht. Wie gesagt, sind auch Künstler, freue mich, wenn die dann wieder loslegen bei Instagram, bei YouTube oder sonst wie. Dieter Bohlen heute Morgen auch mal wieder vor seinem Müsli. Er ist ja auch so schlank geworden. Bin ja auch so schlank geworden. Jetzt mache ich wieder Werbung für Kettler. Ja, muss sein, Werbung muss sein. Nein, aber er auch. Dieter saß da vor seinem Frühstückstisch und sagte immer, ich wollte nicht abnehmen. An sich wollte ich auch nicht abnehmen. Ich muss mal gucken, ob ich auch dicker werde, aber scheint wohl nicht zu sein. Mit dick werden ist irgendwann vorbei, mit 50 über. Ne? Wir sind ja 55 plus alle Mann. Und mit 55 plus klappt das alles nicht mehr so. Mit dicker werden oder was weiß ich nicht alles. Ja, Dieter Bohlen, wie gesagt, Helge Schneider tobt rum, macht tolle Sachen in Hotelzimmern und so weiter. Ich meine, real. Real sind sie alle ruhig. Ich meine, vor laufender Kamera wird vieles gemacht, damit ihr unterhalten werdet. Und hier ist an sich ruhig. Die Wahrheit ist, man ist ruhig, man unterhält sich. Wie gesagt, wir haben heute sehr viel Spaß gehabt und dafür bedanke ich mich nochmal. Ich bedanke mich hierfür, dass die alle mal wieder da waren, vorbeigekommen sind. Und wenn ihr mal irgendwie Werbung braucht, sagt Bescheid, dann werden wir die auch platzieren, so wie jetzt Don und Ray hier, Rockin' and Rosin. Wunderbare Musik, schaut rein bei YouTube, googelt einfach oder geht auf die Facebook-Seite Künstler helfen Künstler, daran arbeite ich noch, und schaut es euch an. Ja, dort werden alle Künstler, mit denen wir so ein bisschen zu tun hatten oder zu tun haben werden, implantiert, reingesetzt. Ich werde den Wendler noch da reinsetzen, weil wir mit dem ja auch zusammengearbeitet haben. Kann sein, dass ich vielleicht den Montenbruck noch reinpacke. Ne? Frank Montenbruck, der war ja auch hier. DJ Valdez, weiß ich gar nicht, wo ich den geparkt habe. Wenn ich ihn finde, parke ich ihn dann da auch. Und ja, die anderen weiß ich nicht. Ich habe vieles gelöscht, weil, wie gesagt, Fremdeigentum und so. Künstler haben nun mal eine eigene Sprache, Künstler haben nun mal ein eigenes Wesen, Künstler haben andere Strukturen, so einfach ist es nicht in der Welt der Kunst und deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Aber wie gesagt, ich helfe weiterhin euer Medienkanzler, euer Medienkanzler wird weiterhin helfen, so gut wie er kann. So, den Höllentrip von Bali oder Tom Schick aus Herne oder die anderen Schicksalsschläge, die da hin und wieder mal ein niederraffen, alles kriegen wir schon wieder hin. Jetzt ist irgendwie so ein Sommerloch, irgendwie der 4. Juli ist durch, ja, die Unabhängigkeit hängt uns noch so im Nacken. Ja, hier, wir Deutschen hören uns ja nur an, da, was andere kacken, ne? Wenn man das mal so böse ausdrückt, da Herr Lindner erzählt uns was von Digitalwelt, Herr Schröder, der freut sich, dass er da in so einem Biergarten ist oder in Bayern oder so. Der Seehofer ist abends im Keller, spielt mit seiner Eisenbahn. Alles tolle Sachen, aber haben wir nichts von. Haben wir nichts von. Also ich wünsche euch was, tollen Abend, viel Spaß.